Hallo, herzlich willkommen. Es lebe die Macht. Wir spielen Star Wars Battlefront. Wir fangen an mit einem Multiplayer. Das Ganze heißt Gefecht. Das ist so ähnlich wie Team Deathmatch. Es spielen, ich glaube, Sturmtrooper, Imperiale gegen, ja, Menschen halt. Und ja. Es war leider ein laufendes Spiel, das heißt, es wird auch gleich wieder vorbei sein, aber wir wollten ja nur kurz was zeigen, so wie es ausschaut. Ich finde das Spiel einfach unglaublich geil. Zum Anfang, die Map hier, der Hangar, ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber wir werden jetzt die nächste Zeit noch gleich mehr dazu zeigen. Zum Beispiel die nächste Folge gehen wir zu den Ewoks in den Wald und ja, das Spiel ist unglaublich fair. Also erstens ist es auch super interessant. Man kann wirklich die ganze Map rumlaufen. Du kannst wirklich überall hin. Es gibt nichts, wo du nicht hin kannst. Du kannst alles aufheben, wie hier Kartenerneuerung, dass du Gegner siehst auf der Karte und so weiter. Es gibt auch keine Abschussserien. Du hebst alles auf. Es kann sich der eine nichts verdienen, was der andere nicht kriegt. Der Vorteil besteht darin, dass er Waffenabkühlung hat, was bei uns erst freigeschalten wird, dass er bessere Waffen hat für Nahkampf und so weiter. Da gibt es Pistolen. Wenn der im Nahkampf auf dich schießt, dann ist das vorbei. So jetzt hat gleich, hast du keine Chance. Die hat so einen brutalen Schaden, seine kurze Feuerrate. Aber so einen brutalen Schaden, die wenn einmal trifft, dann ist das eigentlich vorbei. Faust drauf, will nicht. Ja, wie gesagt, ein laufendes Spiel und schon ist das Spiel vorbei. Ich glaube, ich bin dreimal gestorben und habe 0 Kills. Ja, aber wir fangen ja gerade erst an und das schauen wir mal. Also die nächste Karte wird bestimmt gut. Die, wie gesagt, gehen wir zu den Ewoks in den Wald. Sorry, wenn ich nicht die ganzen Namen von den Karten weiß, aber wer kann sich das am Anfang merken? Und ja, Star Wars zocken, Star Wars zocken, Star Wars zocken. Zocken, also besser glaube ich geht es gerade gar nicht mit, sind mal richtig große Teamgrößen, nicht so wie hier 5 gegen 5, 8 gegen 8 und so weiter. Das lohnt sich wirklich, also es macht auch einen Haufen Spaß. Du kriegst nach jeder Runde, wie du gespielt hast, wie gut du warst, kriegst du eine bestimmte Anzahl von Währung mit Geld. Davon kannst du Waffen kaufen, du kannst Rüstungsteile kaufen, also aussehen. Ab einem bestimmten Rang kriegst du die zweite Hand und das extra wie Kühlung und so weiter, dass die Waffen nicht überhitzen. Dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Bis jetzt haben wir noch gar nichts in der Art, noch keine Waffen gekauft und so weiter. Also Ball bleiben, dran schauen, dranbleiben und ja, Star Wars schauen, Star Wars spielen. Fast noch besser wie schauen. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Ciao, euer Wookie.